Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den zweiten Teil vom Katalysator rankommt. Im ersten Teil habt ihr logischerweise bekommen, indem ihr die Mission nochmal auf Legendär abgeschlossen habt. Für den zweiten müsst ihr erstmal eine wichtige Mission abschließen. Und zwar müsst ihr erstmal Vexcalibur Autorisierungs-Overdrive abschließen. Da müsst ihr einfach ein paar Vex mit Vexcalibur töten. Das ist ziemlich simpel, wenn ihr hier auf Nessus geht, in die Mitte Artefaktsaum und unten links ist ein kleiner Sektor, wo nur Vex drin sind. Das heißt, ihr könnt einfach dauerhaft rein und rausgehen, um das abzuschließen, einfach die Vex töten und fertig. Das ist ziemlich simpel und sollte einfach zu machen sein. Habt ihr das abgeschlossen, müsst ihr theoretisch nur den Mod kurz bei eurer Vexcalibur ausrüsten. Das ist ziemlich simpel, einfach draufgehen, reinmachen, fertig. Der nächste Step ist theoretisch, sich einfach nur im Helm kurz was anzuhören beim Tisch hin. Schrägstrich sich kurz im Gramm abholen, das war's dann schon. Jetzt beginnt der lustige Teil. Ihr müsst erstmal die Mission auf ganz normal starten, muss nicht legendär sein, einfach ganz normal reinfliegen. Dann lauft ihr zu einem bestimmten Punkt. Das ist ziemlich nah am Anfang. Ich zeige euch kurz, wo ihr hin müsst. Das Einzige, was vielleicht wichtig zu erwähnen ist, ihr müsst die Vexcalibur logischerweise dabei haben, sonst funktioniert das nicht. Sonst kommt ihr nicht dadurch, wo ihr durch müsst. Ihr seht es gleich schon, ihr kennt das, wenn ihr vorbeilauft oben, ist kurz was offen, dann direkt wieder verschlossen. Da müssen wir jetzt gleich rein für den Katalysator. Wo ihr hin müsst, ist auch ziemlich einfach, lauft mir einfach hinterher. Theoretisch müsst ihr hier jetzt nur hochgehen, ihr seht die Platten, wo man einfach draufspringen kann, wenn man nicht vorbeispringt wie ich. Oben den Schalter aktivieren und danach geht ihr wieder zurück und könnt, indem ihr Blocken gedrückt haltet, auf dem Vexcalibur einfach reinlaufen. Sprich, bei den meisten von euch soll das rechte Maustaste sein, so wie bei mir auch. Ihr könnt einfach durchlaufen, aktivieren und euch die Kiste abholen mit dem nächsten Teil des Katalysators. Das war's. Jetzt habt ihr einen Cut und könnt die Mission theoretisch wieder verlassen. Ihr müsst sie gar nicht mehr abschließen.